Uno, dos, tres. Cause I can fly. I can fly. I can fly. Yeah. I can fly. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch ein neues Format. Das Ganze nennt sich 3 in 1. Und zwar soll es darum gehen, dass ich euch 3 verschiedene Medien, und zwar eine Serie, ein Hörbuch und ein Buch empfehle, was ich in letzter Zeit gelesen oder gehört habe oder eben gesehen habe, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an mit dem Video. Viel Spaß! Beginnen möchte ich mit der Serie. Und da habe ich in letzter Zeit durchgesuchtet, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes durchgesuchtet. Ich glaube, ich habe 4 Tage gebraucht. Haus des Geldes. Das Ganze ist ein Netflix-Original, allerdings kein amerikanisches, sondern ein spanisches Netflix-Original, das in den Jahren 2017 und 2018 auf Netflix erschienen ist, einmal in 13 Folgen und einmal in 9 Folgen, wobei das Ganze von Netflix zusammengeschnitten wurde und eigentlich eine einzelne Staffel ist, die im Spanischen halt längere Episoden hatte und dadurch in eine Staffel gepasst hat. In Haus des Geldes geht es um 8 Bankräuber, die in die spanische Banknotendruckerei einbrechen, dort Geiseln nehmen und die Polizei mit ihrem Fall komplett überfordern, weil sie eben das ganze Regime, die ganze Bank übernehmen und dort einfach regieren und ihr Geld drucken, ihr eigenes Geld. Und ja, das ist ein sensationeller Banküberfall, der wahnsinnig spannend, wahnsinnig actionreich und vor allem auch wahnsinnig psychologisch ist. Und das ist wahrscheinlich auch das Tolle an der Serie. Es ist nämlich kein amerikanisierter Mainstream, sondern wirklich noch eine richtig gute, hausgemachte Serie, so wie ich es mag. Mit einer wahnsinnigen Spannung innerhalb der Folgen, aber auch im Großen und Ganzen. Man konnte diese Serie wirklich nur in einem Rutsch durchsuchten. Ich weiß nicht, woher ich die Zeit genommen habe, aber ich habe sie wirklich komplett durchgesuchtet, weil sie einfach so spannend war, mit so vielen Cliffhängern und mit so detaillierten und guten Plots, mit so vielen Verstrickungen innerhalb der Geschichte, dass ich wirklich einfach das Ganze innerhalb kürzester Zeit durchgesuchtet habe. Wir lernen in dieser Serie 8 verschiedene Charaktere kennen, eben die 8 Bankräuber. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie sind sehr, sehr persönlich und sehr, sehr nah an mir dran gewesen, weil sie unterschiedlich sind. Sie haben die unterschiedlichsten Geschichten, die unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Und eben dadurch ist die Serie sehr, sehr vielseitig und die Charaktere extrem intensiv. Also man leidet wirklich mit den einzelnen Charakteren mit und muss sich früher oder später entscheiden, bin ich auf der Seite der Guten oder auf der Seite der Bösen, wobei immer nicht so ganz eindeutig ist, welche Seite denn jetzt was ist. Es ist eine Serie mit viel Psychologie, mit einem wahnsinnig hohen sprachlichen Niveau auch, was ich total cool finde, weil es keine Serie ist, die voller Action ist, voller Gewalt und vor allem auch keine Serie, die mit 0815 Dialogen daherkommt, sondern einfach eine Serie, die hoch psychologisch ist und eine hohe Empathie aufweist, ein hohes psychologisches Können, was mich total mitreißen konnte, was definitiv diskutierbar ist, was definitiv analysierbar ist und wo mittlerweile ganze Bücher über die Psychologie hinter dieser Serie geschrieben wurden. Ja, für mich hat diese Serie wirklich sofort die beste in der Liste meiner persönlichen Serienfavoriten sozusagen gestürmt und ist sofort auf Platz 1 gelandet. Ich liebe diese Serie, nicht umsonst hat Netflix aus der ursprünglich geplanten Miniserie mittlerweile jetzt die 3. Staffel angekündigt. Es ist einfach wirklich durch die Decke geschossen, diese Serie. Sie ist grandios. Schaut sie unbedingt. Haus des Geldes, eine tierische Empfehlung. Mega gut. Machen wir gleich weiter mit dem Hörbuch. Da habe ich in diesem Monat für mich ein bisschen die Onleihe entdeckt. Wenn ihr nicht wisst, was das ist eine App, die kann man sich runterladen. Und da kann man sich mit seinem Bibliotheksausweis registrieren. Vorausgesetzt, eure Bibliothek aus der Stadt macht da mit. Und dann hat man ein riesiges Angebot an digitalen Medien, die man nutzen kann. Also E-Books, Hörbücher und auch Filme, die man sich runterladen kann. Das Ganze ist super praktisch und hat eine riesen Anzahl an Hörbüchern, was ich total cool finde. Weil ich jemand bin, der eigentlich unterwegs ziemlich gerne auch mal ein Hörbuch hört. Aber immer zu geizig war für so ein Audible-Abo oder BookBeat oder was es da auch alles so gibt. Da bin ich einfach zu geizig für. Deshalb finde ich diese Möglichkeit total cool. Und ich habe mir auch gleich ein Hörbuch runtergeladen. Man kann sie dann auch offline hören und somit halt auch super unterwegs hören. Das Ganze bucht sich dann auch nach den 14 Tagen, die man das maximal ausleihen kann, automatisch wieder ab. Und ich habe mir dort The Circle ausgeliehen. The Circle, vielleicht kennt ihr das Buch oder auch den gleichnamigen Film dazu. Ist relativ bekannt momentan. Ist eine Dystopie und
ein sehr, sehr spannendes Hörbuch geworden, muss ich sagen. Es geht darum, um ein System, The Circle. Und das ist eine Art Firma, die ja im Prinzip das komplette Monopol an Digitalisierung sozusagen bietet. Das heißt, es ist eine Firma, die sich vor allem auf den technischen Fortschritt konzentriert, darauf, das System zu verbessern innerhalb der technischen Möglichkeiten, also mit Überwachungskameras, mit einer riesen Community auf Social Media und dadurch einfach eine große Überwachung, eine große Sicherheit der Bevölkerung zu bieten. Und dieses System wird da drin beschrieben, das dann jedoch schnell oder auch nicht so schnell ziemlich gefährlich wird, weil das Ganze ausartet und ja auch so ein bisschen das verfehlt, was es vielleicht eigentlich erreichen wollte und halt zur totalen Überwachung wird. Ich muss sagen, als ich das Hörbuch gehört habe, war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch. Vielleicht kennt ihr so die klassischen Dystopien, also die Bestimmung oder auch die Tribute von Panem. Da wird ja meist am Anfang ein System beschrieben und dann geht es aber relativ schnell so in die Rebellion über. Das heißt, die Protagonistin übernimmt schnell und es endet in einem großen Kampf, in dramatischen Verfolgungsjagden und so weiter und so fort. Das werdet ihr in diesem Hörbuch definitiv nicht finden. Vielmehr konzentriert es sich wirklich darauf, diese Systembeschreibung, also dieses dystopische oder eben auch nicht so dystopische System ja, im Einzelnen zu erläutern. Das heißt, man erfährt viel über die Charaktere, es gibt einige da drin, man erfährt viel über das System an sich, über die Möglichkeiten, über die Community, die hinter diesem System steht. Ja, und auch ganz, ganz viel über das Unternehmen an sich, was ich persönlich ziemlich interessant finde, mir allerdings vorstellen könnte, dass einige das auch ja, ziemlich langatmig finden, denn es wird tatsächlich erst in den letzten 2 Stunden so richtig spannend, so richtig intensiv, sodass man auch merkt, dass jetzt langsam die Rebellion startet. Und ich habe immer schon drauf gewartet, wann geht's jetzt los, wann geht's los, weil ich halt die klassischen Dystopien gewöhnt bin, wo es relativ schnell wirklich in dieses diesen Revolutionsgedanken übergeht. Das ist halt wirklich gar nicht. Und man muss eigentlich viel mehr selber merken, worum es eigentlich geht. Und dann wird es auch wirklich gruselig und erschreckend, weil man merkt, dass dieses System gar nicht so weit von unserem heutigen System entfernt ist, von der Digitalisierung, den immer größer werdenden technischen Möglichkeiten. Und das macht das Hörbuch auch wahnsinnig zeitaktuell, wahnsinnig spannend. Ja, aber wahrscheinlich nicht für jeden spannend, denn viele, denke ich, werden das wirklich auch langatmig finden. Ich persönlich war sehr, sehr fasziniert davon. Ich mag solche Beschreibungen. Ich mag es, wenn es nicht unbedingt in so einem klassischen Stil ist und auch nicht so in einem klassischen Plot geschrieben ist, sondern wirklich mal abweicht von den Grundideen der Dystopie. Und ich finde, sie haben das toll umgesetzt und deshalb ist das für mich auf jeden Fall die 2. Empfehlung. Und meine 3. Empfehlung ist ein Buch und zwar ist das Der Serienkiller, der keiner war und die Psychotherapeuten, die ihn schufen. Das Buch ist aus dem BTB Verlag, kostet 12 Euro und ist eine Art Sachbuch, würde ich sagen, in Romanform. In diesem Buch geht es um Sture Bergwall, einen schwedischen kleinkriminellen Drogendealer, der von der Polizei geschnappt wird und sich dann in eine psychische Behandlung begibt und nach ein Traumata aufarbeitet, was er Jahre zuvor erlitten hat. Und in diesem Traumata gesteht er dann schlussendlich seinen Psychologen und Therapeuten, dass er 30 Menschen vergewaltigt und umgebracht hat und ja, als Serienkiller im Prinzip unterwegs war. Das Ganze stellt sich dann jedoch als unwahr raus, denn sein Motiv waren einfach nur seine Medikamente, die er eingenommen hat und die Therapeuten, die in ihm und in seiner Geschichte einen gewissen Erfolg gesehen haben. Das Ganze ist damals als riesen Justizskandal durch die Medien gegangen und ja, wurde jetzt durch Dan Josefsson in einem Roman aufgearbeitet. Der Roman ist durch wahnsinnig viele Fakten belegt. Es gibt ganz, ganz viele Gerichtsakten, die er gelesen hat, die auch hinten im Verzeichnis drin sind. Ganz, ganz viele Informationsmaterialien, die er einfach genutzt hat. Und eben auch ganz, ganz viel psychologisches Wissen, was damit reinfließt. Und das macht das Ganze super spannend zu lesen. Und es ist auch ziemlich erschreckend. Was mich an dem Buch besonders fasziniert, ist einfach, dass der Leser selber erkennen muss, was eigentlich falsch läuft. Das heißt, das Ganze ist keine große Kritik am System oder keine große Kritik an der Pharmaindustrie, an den Therapeuten, sondern der Leser muss selber erkennen, was hier gerade schief läuft. Denn Dan Josefsson gibt rein sachliche, informelle Fakten und ja, erlaubt sich kein Urteil in diesem Buch.
Was ich persönlich ziemlich cool fand, weil dadurch konnte man selber so ein bisschen analysieren, in welche Richtung das Ganze gehen könnte, für einen persönlich vielleicht auch. Und man eben selber so ein bisschen für sich die Kritik rausfinden muss an den medizinischen Mitteln, die dort vielleicht angewendet wurden, an der Pharmaindustrie an sich, die vielleicht auch möglicherweise auf Gewinn aus war. Und ja, das Ganze hat es für mich zu einem sehr, sehr lesenswerten Buch gemacht, zu einem sehr, sehr interessanten Buch, aber eben zu keinem Buch, was man eben einfach mal so liest. Das ist nichts, was man innerhalb von 2 Stunden mal so locker nebenbei liest. Ich habe das Buch tatsächlich über mehrere Wochen immer mal wieder gelesen, weil es 600 Seiten hat, was jetzt nicht unbedingt die Menge ist, aber eben dadurch, dass es so sachlich und informationsreich geschrieben ist, lange braucht, um es zu verarbeiten, um zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Mehrere Passagen musste ich zum Beispiel auch mehrmals lesen, um einfach so den ganzen Zusammenhang zu verstehen. Und dann muss man vielleicht auch nebenher noch ein bisschen selbst recherchieren. Es kommt natürlich immer darauf an, wie sehr ihr euch in dieses Buch reinkniet, aber wenn ich ein Buch lese, möchte ich es auf jeden Fall auch verstehen und auch vollständig verarbeiten. Und dazu muss ich mir halt auch selber noch Hintergrundmaterialien besorgen oder irgendwelche Artikel recherchieren oder so. Und das habe ich getan und deshalb hat es für mich eine Weile länger gedauert, dieses Buch zu lesen, was es aber auf gar keinen Fall irgendwie langweilig gemacht hat oder so, sondern im Gegenteil total interessant. Das waren auf jeden Fall jetzt meine 3 Medien, die ich euch vorstellen wollte. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben, das würde mich freuen. Ihr könnt auch gerne da unten ein Abo dalassen, das freut mich natürlich noch mehr. Oder ihr guckt euch da mein letztes Video an. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!